Ja, hallo aus Straßburg. Wir hatten heute Plenartagung und es gab eine ganz wichtige Abstimmung zum PNA-Abkommen. Ich bin hier zusammen heute mit meiner Kollegin Birgit Sippel aus dem Innenausschuss, gemeinsam wie ich. Und wir wollen euch kurz erklären, warum wir dagegen gestimmt haben. Birgit. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich zusammen mit dem Josef hier stehen kann. Wir haben heute über die Fluggastdaten abgestimmt. Wir haben es gemeinsam abgelehnt, haben leider keine Mehrheit bekommen, was aus unserer Sicht leider eine falsche Entscheidung ist. Aber Josef, vielleicht sagst du mal, warum du dagegen warst. Ja, ich glaube, das große Problem war, dass wir mit dieser Abstimmung eigentlich eine lange Diskussion beendet haben, die noch nicht beendet gehört, glaube ich. Und in Wirklichkeit lassen wir uns jetzt auf etwas ein, was dem ursprünglichen Ziel dieses Abkommens überhaupt nicht entspricht. Also wir können mit dieser Form der Datensammlung nicht wirklich den Terrorismus bekämpfen. Das war so mein Hauptanliegen, dass wir eigentlich jetzt wieder ganz neue Daten generieren, die wieder neue Probleme schaffen, aber uns nicht dabei helfen, dass unsere Flüge sicherer werden. Sicherer werden die Flüge ohnehin nicht. Also eine erhöhte Sicherheit haben wir nicht festgestellt. Und das Problem ist ja auch, die Richtlinie dreht sich eben nicht um Terrorismusbekämpfung, sondern wir erlauben den USA ausdrücklich, die Daten für sehr, sehr viele Zwecke zu verwenden. Wenn ich das dann abgleiche mit dem, was Frau Reding als Kommissarin vorgeschlagen hat für eine neue Datenschutzrichtlinie, dann passt das nicht zusammen. Wir haben nicht mehr Sicherheit, wir schränken aber die Bürgerrechte ein, öffnen Tür und Tor für massenhafte Datensammlungen und das passt einfach nicht. Ja, das ist auch mein Bedenken. Ich habe also wirklich Angst, dass durch diese Riesendaten, die da gesammelt werden, ganz neue Realitäten eigentlich auch konstruiert werden, Bedrohungsbilder, die es so vielleicht gar nicht gibt, nur weil es sich halt zufällig statistisch so darstellen lässt. Aber du warst dasselbe in den USA und konntest dich ja auch noch einmal vergewissern, wie das da mit den Daten gehandhabt wird. Also die USA sind, anders als die Kommission, erfrischend offen. Die sagen, wir wollen möglichst viele Daten und wenn wir die Daten schon mal haben, wollen wir sie auch für ganz viele Dinge verwenden. Das widerspricht unseren Datenschutzprinzipien. Wir beide haben jetzt eigentlich nur die Chance, genau zu gucken, wie wird das umgesetzt. Nimmt die Kommission ihre Kontrolle wahr, um dann gegebenenfalls darauf zu drängen, das Abkommen auch wieder zu kündigen? Ja, also ich glaube, wir werden da in der nächsten Zeit der Kommission ganz klar auf die Finger schauen und auch bei anderen Dingen, es ist ja nicht das Einzige, sind ja viele Projekte eigentlich offen, ganz klar schauen, dass da die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in erster Linie beachtet werden und andere Dinge halt zweitrangig sind. Ja, machen wir. Und ich habe mich gefreut, dass wir beide das zusammen gemacht haben. Und vielleicht sehen wir uns öfter gemeinsam hier. Und so werden wir halt weiterkämpfen. So ist es. Okay. Tschüss. Tschüss.